Die Bedeutung von Partnerschaften, wenn man ein Startup, wenn man eine kleine Firma gründet, wird absolut unterschätzt, wurde von mir absolut unterschätzt, wird von vielen anderen unterschätzt, weil Marketingkanäle wie Google, Facebook und Co. die primären werden und Netzwerk und so ein Thema hinten angestellt wird. Wir haben jetzt im Februar damit angefangen. Wir haben es echt ein bisschen schleifen lassen, dadurch, dass wir die Hauptakquiseaktivitäten auf Endkunden vereint haben. Haben wir es schleifen lassen, das, was wir im Februar angefangen haben, nämlich auf Partner zu gehen. Das heißt, auf Agenturen zu gehen, auf E-Commerce-Anbieter, auf Tool-Anbieter, auf Tech-Anbieter und, und. Also auf Unternehmen zu gehen, die in unserer Branche tätig sind, einen großen Marktzugang haben und deren Zielgruppe an unseren Leistungen grundsätzlich interessiert ist. Das heißt, ich habe den Mittelsmann, diesen potenziellen Partner, mit dem ich zusammenarbeiten möchte, der hat diesen großen Marktzugang und ich stehe hinter ihm und möchte ihn jetzt fragen, hey, wie sieht's aus, kannst du mir diesen Marktzugang geben? Wie komme ich an diesen Marktzugang? Durch eine Win-Win-Situation. Das heißt, nicht nur monetär, sondern auch, wenn dieser Partner meine Dienstleistung an seine Kunden oder an seinen Markt verkauft und alleine davon profitiert, dass er das macht, dann sind wir im Rennen. Und dann kommt noch das Geld on top, dann kommt noch der Umsatz on top. Wenn ich große Auftragsvolumen habe, kann ich wirklich einen guten Share bezahlen auch. Dann ist es eine mega mächtige Waffe, exponentiell zu wachsen und an Kunden zu kommen. Ich stelle mir nur vor, du gehst an einen Marktteilnehmer, der hat 1000 Kunden und er schafft es, an 5% seiner Kunden deine Leistung zu verkaufen, innerhalb von einem Jahr, meinetwegen. Du bekommst 50 Neukunden, jeder dieser Neukunden bringt dir 50.000 Euro ein oder so, dann bekommst du 2,5 Millionen mehr Umsatz durch eine Partnerschaft. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Nur ein Beispiel, ein traumhaftes Beispiel, schon klar. Aber das kann funktionieren. Und es kann auch im Kleineren funktionieren. Dann habe ich eben 50 Neukunden mit 5.000 Euro und habe eine Viertelmillion mehr Umsatz generiert. Ist doch super geil. Diese Partnerschaften, fuck, der Call ist gleich. Diese Partnerschaften, Partnerschaftscall. Diese Partnerschaften sind schwer zu bekommen, weil es ist, also für uns war es bisher schwer, weil wir haben einige Unternehmen angeschrieben, die fanden es einfach nicht interessant. Vielleicht haben wir den Mehrwert nicht klar genug kommuniziert. Und bei denen wir ins Rennen kommen, ist eigentlich vorher ein persönlicher Kontakt entstanden zwischen mir und dem Geschäftsführer. Wir haben uns irgendwo persönlich getroffen, wir haben uns ein paar Mal ausgetauscht und dann entsteht so eine Partnerschaft. Und ich glaube, das wird man auch forcieren müssen und wir werden auch dranbleiben müssen, um einen Weg zu finden, wie können wir mehr solcher Partner für uns gewinnen, die uns ihren Marktzugang zur Verfügung stellen, über die wir dann skalieren können. Denkt daran, sucht euch Partner, die einen Marktzugang bereits haben. Das ist genau dasselbe Prinzip, wie wenn ich zu Google gehe oder zu Facebook gehe, die den Marktzugang haben, weil dort bestimmte Leute nach Dienstleistungen, nach deinen Dienstleistungen suchen. Die musst du bezahlen, dann bekommst du vielleicht was davon oder auch nicht. Aber du hast einen riesen Wettbewerb immer. Bei deinem Partner, den du dir aufbauen könntest, wirst du im besten Fall null Wettbewerb haben und einen ganz attraktiven Marktanteil.